herzlich willkommen in Remscheid. Ich lade euch ein, mit mir heute die Tackermühle Runde von Remscheid zu laufen. Ich habe das bei Komoot, glaube ich, war es gefunden, diese Runde. Ich hoffe, sie ist ausgeschildert, bin ich mir gar nicht sicher. Und das ist jetzt auch nicht zu verwechseln mit dem Röntgenweg, der sich um Remscheid und Lennep herum führt, sondern dies hier geht durch ein Tal, was nämlich nicht auf dem Röntgenweg liegt und was auf der Karte wirklich ganz nice aussieht. Und wenn ihr Lust habt, kommt ihr ein Stück mit. Der Muggenbach. Ihr habt es in der Anfangssequenz gesehen. Wir sind gestartet am Remscheider Hauptbahnhof und bis zum eigentlichen Anfang der Tour ist es so ungefähr ein Kilometer. Ne? Man ist aus dem Stadtgebiet, aus dem Stadtkern erstaunlich schnell draußen und ich kann das Tal da vorne schon sehen. Ihr seht's, ich bin neben dem Track, aber ganz ehrlich, ist es ganz nett hier mit der Aussicht und der Track kommt auch da vorne wieder und da ich sowieso hin und zurück dieses Stück hier doppelt gehen müsste, gehe ich auf dem Rückweg einfach irgendwo da oben lang, wo der Track ist. Vielleicht folgen wir auch dem A2, ich lasse mich mal überraschen. Ja, das ist das Tal, was auf der Karte so nett war. Und ich muss sagen, auch in Natura sieht es ungefähr so aus, wie ich mir das vorgestellt habe. Sehr schön. Gleich gehen wir übrigens so am Gegenhang irgendwo weiter. Und von da kommen wir. Scharf links abbiegen. Und wir scheinen nicht dem A2 zu folgen, weil wir jetzt auf dem A3 sind. Da vorne ist ja ein Haus und da ist so eine breite Mulde und hier eine Rinne. Also ich bin mir doch ziemlich sicher, dass das hier ein ehemaliger Abzweig von dem Bach da unten ist, um eine Mühle oder einen Kotten zu betreiben. Stehen leider nirgendwo Schilder. Und das hier scheint die Entnahmestelle gewesen zu sein. Ihr seht nämlich, ich weiß nicht, ob ich es richtig zeige für die Kamera, da zwei so verdächtig große rechteckige Steine. Dann wird dort ein Wehr gewesen sein und der hat das Wasser hier reingeleitet. Weil der Höhenunterschied ist nämlich doch schon ganz schön viel. Das macht ein Fluss hier normalerweise nicht, sich innerhalb von 100 Jahren so tief eingraben. Eine Karte. Wir sind gerade hier, aber wir sind in dieses Tal reingekommen, hier am Danielshammer. Sind am Bärenhammer vorbeigegangen und sieht mal an, was da steht. Sirachskotten, Hermannsmühle und dort kriegen wir dann irgendwann die Tackermühle.
wow, der Weg ist echt ganz nett. Ja, man meandert sich so hier durch die ganzen Seitentäler und ist eigentlich, ne, immer noch in so einem Talloch in Remscheid. Crazy. Das hier ist bislang der einzige Haken an der wunderschönen Tour. Wirklich, gefällt mir richtig, richtig gut. Richtig cool. Ne? Danke unbekannterweise, wer das auf Komoot eingestellt hat. Es ist der Lärm der Autobahn. Ich finde, er hält sich aber noch an Grenzen. Ich meine, jetzt sind wir unmittelbar an einem Viadukt. Ne? Läuft. Und dahinter geht es schon wieder schön weiter. Wahnsinn! Absoluter Wahnsinn! Ich bin echt geflasht. Also ich hatte, als ich auf die Karte geguckt hatte, noch überlegt, boah, lohnt sich das wirklich, dieses Stück hinter der Autobahn? Weil wir müssen nachher nochmal unter ihr zurück. Aber das Stück gerade hier, ey, das ist ja das Sahnehäubchen des Weges. Crazy! Echt! Und wir sind hier mittlerweile 500 Meter von Remscheid-Lennep entfernt. Ja, der Bahnhof ist irgendwo da vorne. Cool, cool, cool. Das ist eine richtig, richtig schöne Wanderung. Das Wetter stimmt. Ich hoffe, ich kriege keinen Sonnenbrand, weil ich meinen Hut vergessen habe. Die Luft selber ist noch ziemlich kühl. Heute Nacht hatten wir 4 Grad. Wir lassen die Autobahn jetzt zunehmend hinter uns und man könnte meinen, ne, man war hier noch nie. Es sieht alles anders aus. Dabei, ein Blick auf die Karte sagt einem, 200 Meter auf der anderen Seite sind wir vor einer Stunde ungefähr hingegangen. Weil da gerade wieder eine ist, also auf dieser Seite der Autobahn, das ist übrigens wieder der Wanderweg A2 gerade, hat dieser Weg erstaunlich viele und teilweise richtig schön gelegene Bänke. Also die, da guckt man ja einfach nur in die grüne Wand rein und lässt sich noch ein bisschen von der Autobahn beschallen. Aber auf dem Hinweg hatten wir Bänke im Sonnenschein mit wirklich schönen Aussichten auf die Feuchtwiesen und gestauten kleinen Weiher gehabt. Sehr, sehr schön.
Also man merkt richtig, dass diese Strecke von einem Einheimischen angelegt worden ist, der den Wald hier in diesen Tälern sehr gut kennt. Ja, wir werden mit einer Zielstrebigkeit solche kleinen Pfade angesteuert. Ja, und nur an Stellen, wo es sich gar nicht vermeiden lässt, werden halt die großen Wege oder das Stück da an der Autobahn mitgenommen. Aber der ganze Rest holt echt das Maximum hier aus der Landschaft raus. Ich mache gerade eine Variation am Ende, damit man nicht denselben Weg wieder zurückgehen muss. Und ich werde die Tour verlinken, so wie ich sie dann gemacht habe. Und ich kann euch sagen, das hier ist überraschend gut. Ich bin froh, dass ich gestern Abend den Fehler gemacht habe, in Anführungsstrichen Fehler, gar nicht gemerkt habe, dass es hier gar kein Wanderzeichen für gibt, sondern dass es eine Privattour ist, weil ich glaube, sonst hätte ich sie nicht gemacht und das wäre sehr, sehr schade gewesen. Und so entpuppt sich diese Notlösung, dieser Notnagel hier, dank der lustigen Streiks von Herrn Weselewski, zu einem absoluten Kleinod. Und das Tolle hier daran ist, so klein ist das gar nicht. Also ich denke, der interessante Teil der Strecke, das sind bestimmt 16 Kilometer. Der einzige Haken, ja, aber das ist wirklich der einzige. Die Strecke hat ja alles. Ja, sie hat Aussicht, sie hat Höhenmeter, sollte man gar nicht glauben. Und sie hat Single Trails. Damit habe ich am allerwenigsten gerechnet. Und was sie aber leider auch hat, ist Lärm von Autos. Nicht besonders schlimm, aber sollte man wissen, wer da gar nicht mit klarkommt, der wird hier auf dem Weg nicht glücklich. Wie stufe ich diese Tour denn jetzt ein? Also regional würde ja bedeuten, ne, dass es sich nur lohnt für Leute aus der halbwegs näheren Umgebung, ne, vielleicht noch aus dem Bergischen Land. Und ich denke, die Tour ist so schön. Ich habe ja jetzt hier heute auch 1,5 Stunden, ne, dank Herrn Weselewski waren es dann auch 2,5 Stunden Anreise hierfür gehabt. Und ich finde, das hat sich gelohnt. Wäre ich auch mit dem Wissen 3,5 Stunden hierhin gefahren, da wird es langsam schwierig, ne, weil da sollte man eigentlich ähnlich schöne Sachen vor der Nase haben mit kürzeren Anreisezeiten. Also ich denke, das hier verdient das Prädikat so ähnlich wie der Baldeneysteig. Ja? Für den bin ich ja auch der Meinung, dass es sich lohnt, von wirklich weiter her zu kommen. Na, aber es lohnt sich eben nicht dafür, aus Hessen oder so anzureisen. Na, von daher vergebe ich für den Weg hier das Prädikat interregional. Ne, stört euch nicht so sehr an dem Wort regional da drin. Ne, das ist ein richtig, richtig cooler Weg. Ne, aber es sollte irgendwie auch klar sein, ne, dass niemand aus dem Schwarzwald für ein Wochenende hier hochdüst, um diese Tour hier zu machen. Da gibt es wirklich in Deutschland schönere Sachen als das, aber es gibt wenig schönere Sachen hier in der Region. Wir sind auf dem Hinweg übrigens auf dem Bergkamm da oben über eine Straße gegangen. Der große Turm da, das ist ein Hotel, was direkt am Hauptbahnhof steht. Und ganz ehrlich, ich finde den Weg hier, den ich mir jetzt auf der Karte ausgesucht habe, schöner als die Straße vom Hinweg. Wir werden am Ende auch noch ein Stück Straße haben, aber das sind nur wenige hundert Meter. Dort drüben ist es dann vielleicht doch ein halber Kilometer vielleicht Straße. Also ich denke, ich werde die Variante, die ich hier spontan gemacht habe, in den Track reinbauen. Ich bin am Bahnhof angekommen, hat mich gefreut, wie es jetzt rangeblieben ist. Bis zum nächsten Mal, euer Felix.